Ja, das hat man erst in den letzten Jahren herausgefunden. Also mit endgradigen Bewegungen, das ist klar, weil dort das, was mich bremst, ist oft nicht die muskuläre Verlängerung, sondern sind die Faszienhöhlen, wenn die miteinander verklebt sind. Zum Beispiel hier von meinem großen Brustmuskel. Wenn diese große Brustmuskelfaszie viel zu adherent, also viel zu verklebt ist mit den oberarmumhüllenden Muskelhüllen, dann komme ich hier in der Bewegung nicht weiter. Und dann wären also so endgradige, yogaartige, räkelnde Dehnungen, das wäre ein gezieltes Faszientraining. Das andere wären wieder federnde, elastische Bewegungen, die also im Millisekundenbereich stattfinden, die man im Sport von früher auch kennt. Also Todvater Jahn lässt grüßen. Der hat eigentlich schon Faszientraining gemacht, ohne es zu wissen. Er hat die Bewegung nur gemacht, weil die sich gut angefühlt haben und hat gemeint, da werden die Muskeln vielleicht auch ein bisschen mittrainiert. Dann hat man die abgeschafft, weil man sagt, die Muskeln kann man besser trainieren. Wir haben jetzt die Mottenkiste wieder aufgemacht, holen einige Todvater Jahn-Übungen unverändert, manchmal verbessert, wieder raus und sagen, die sind geeignet, um speziell die Muskelhülle gezielter zu trainieren als den Muskelinhalt. Ziel von dem Faszientrainingsprogramm ist eben weniger die Herz-Kreislauf-Kondition, das würde man anders trainieren. Das ist auch weniger jetzt die Muskelkraft oder die Muskelkoordination, sondern das ist die Beweglichkeit von diesem kollagenfaserigen Bindegewebe, dass es also elastischer, dass es dehnbarer ist, dass es weniger spröde und verklebt ist und auch, dass es elastische Energie speichern kann, so wie bei einem Känguru. Der Mensch ist unter den Affen das Känguru, das die meisten elastischen Faseranteile in seiner Achillessehne hat und das kann man trainieren. Also wenn meine Achillessehne ein spröder Strick ist, kann ich noch so kräftige Muskeln haben, kann ich nicht so federnde Sprünge machen, wie wenn meine Achillessehne eine große Wellung hat, wenn man mit dem Mikroskop schaut, und dadurch stahlfederähnlich Energie speichern und wieder zurückgeben kann. Und diese elastische Rückfederung, das kommt nicht aus den Muskeln, hat man in den letzten Jahren gelernt, sondern aus den Kollagenanteilen, also aus den Muskelhüllen, den Sehnenplatten und den Sehnen.